Wie kann ich eigentlich meine Schlepperkosten pro Stunde reduzieren? Das ist hier links dieses Tortendiagramm ein Beispiel aus einem Fendt 930, der im Silo abgefahren hat bei der Maisernte. Und da sehen wir, dass er 24% Leerlaufzeit hat. Das ist ein typischer Wert. Also wir sehen durchaus Werte zwischen 20, 25% als okay an, haben aber auch schon schlimmere Sachen gesehen von 30, 40, 50, 60%. Und wenn es über 20% geht, dann empfehlen wir immer, sich das mal genauer anzuschauen, weil hier doch erhebliche Möglichkeiten bestehen, meine Schlepperkosten reduzieren. Rechts habe ich mal ein ganz, ganz einfaches Rechenexempel aufgemacht. Ich habe einen Schlepper, der ist mit 800 Stunden pro Jahr ausgelastet. Und ich sehe hier im Diagramm, dass er eben 25% Leerlauf hat. Das bedeutet, dass wenn ich diese Leerlaufzeit um 10% reduziere, dass ich eben die Schlepperstunden deutlich kleiner werden, die ich im Prinzip im Jahr auf die Schlepperuhr drauf drehe, obwohl mein Schlepper eigentlich effektiv dieselbe Arbeitszeit bringt vor der Maschine. Und wenn wir von der konstanten Haltedauer ausgehen, in beiden Fällen 10 Jahre, dann macht der Schlepper am Ende des Jahres oder am Ende der Einsatzzeit eben 800 Stunden weniger als der Schlepper, bei dem ich diese Leerlaufzeit nicht optimiere. Und wenn wir jetzt da mal ein paar Kennwerte zu berechnen, also wir sagen, wir haben einen Dieselverbrauch im Leerlauf von 4 Liter die Stunde, wir sparen uns 1,5 Wartungsintervalle in diesen 800 Stunden. Und wir würden vielleicht noch einen Restwert erhöhen in Höhe von 5.000 Euro, die wir eben mehr bekommen. Dann hätten wir hier eine Ersparnis von 11.000 Euro, 11.600 Euro über die Gesamteinsatzzeit des Schleppers, was grob umgerechnet etwa 1,60 € die Stunde oder knapp über 6% entspricht, was ja schon kein schlechter Wert ist dafür, dass ich eben nebenbei noch ein bisschen die Umwelt schonen kann und mein Portemonnaie auch noch. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.